Mein Lieber. Ja. So, gut siehst du aus. Echt? Du auch? Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ja. Lange nicht mehr gesehen ja, eigentlich. Ja, total krass. Du siehst richtig, richtig gut aus. Guck mal, du hast einen guten Anzug an. Weiße Sneakers, ne, eigentlich, ne? Die müssen eingesaut sein, ja. Das ist jetzt Mode, nicht so. Hammer, du siehst fantastisch aus, muss ich ehrlich sagen. Doch. Ausgeschlagen? Ja, ich bin total fit, auf jeden Fall. was soll man sagen, ne? Ja, ich bin total fit. Du? Ausgeschlagen? Nicht wirklich. Nee? Ich kämpfe mit mir. Ja. Ja. Im Alter ist es natürlich härter, wenn man dann... Exakt. Du bist ja erst... Was haben wir gestern? 32. Ja, genau. Danke. Wie alt bin ich? Du bist jetzt 51. Und das merkt man auch mittlerweile. Warum wächst bei dir kein Bart? Weil mir ist noch nie ein Bart gewachsen. Naja. Ist okay. Warum wächst... Also bei uns beiden ist es andersrum. Ach, Moment, meine Hüte. Wo ist meine Hüte? Wo sind die Hüte? Wir hatten da ja was. Ich habe zwei mitgebracht. Welche von den beiden? Ich nehme den hier, den obersten. Okay. Für mich, ja? Achso. Männer und Hüte, wie passt das zusammen? Klassisch, ne? Gehört dazu. Wenn man was verstecken muss auch. Die Platten da oben. Nee, und es ist einfach cool, ne? Früher haben die Männer ja viele Hüte getragen auch. Also Anzüge, Hüte. Heute trägt man Anzüge, Hüte und Schal. Kaufst du da drauf? Nur so, habe ich heute gesehen. Geil. Nee, hat was. Ja? Findest du? Ja. Wobei, ich glaube, du bist ja, weil deine Haare noch so eine Haarpracht sind, sieht es viel besser aus, wenn du ohne Hut eigentlich rumlaufst. Aber ich finde, das geht jetzt. Ja. Ich finde, dir stehen Hüte also sehr. Hast du auch einen guten Bart? Ich habe ja keinen Bart, deswegen habe ich irgendwie kein Hutgesicht. Du hast mich ja noch nie ohne Hut gesehen. Und auch noch nie ohne Bart. Stimmt. Ja. So, wir sind ja hier in Frankfurt. Das ist richtig. Du musst dich nochmal sortieren. So, wir sind hier in Frankfurt. Genau, wir sind in Frankfurt, mit dir selbst immer. Dritter Film. Ja, das ist der dritte Film in Frankfurt? Nee, der dritte Film. Gibt's da irgendwie... Wir haben so Anwandlungen, gerade hier in der Förderung. Wir haben irgendein Projekt, habe ich gehört, haben wir eingereicht. Und ja, wir hoffen jetzt, dass wir wieder gefördert werden hier in Frankfurt. Wenn es nicht passieren sollte, dann drehen wir natürlich der Stadt den Rücken. Ja? Wäre da eine Szene mit einem Mann mit Hut auch mal drinne? Kann man das einplanen, der oder? Der Film heißt auch Männer im Hut. Ja? Männer im Hut und der Untertitel tragen Schal. Okay. Schals. Das ist ja jetzt auch so up to date, dass Moderatoren werden Schauspieler, Schauspieler machen noch Moderator, die machen ja, alles ist jetzt so in auch, oder? Wie findest du das? Das finde ich toll. Also wir machen das auch so, ich habe mit Joko vor kurzem gesprochen und habe gesagt, Joko, pass auf, ich mache Zirkus Halligalli und du machst einfach meine Filme. Und er hat gesagt, top, bin ich mit dabei. Wie findest du die beiden? Lustig. Aber Joko ist auch einer meiner engsten, besten Freunde. Muss ich jetzt sagen. Weiß ich, habe ich auch schon gelesen. Ansonsten über Frankfurt, du bist ja gerne hier. In Sehr Sachsenhausen, gerne. Place to be. Ich liebe den Rhein. Und schon einfach schön. Ja. Ja, ich hasse Köln, aber ich liebe den Rhein. Ich liebe den Rhein. Frankfurt am Rhein. Soll ich den Insider verraten? Du bist an dem Schweizer Platz, so das eine Fellini-Café. Fantastisch. Ja. Wo du gerne hingehst. Genau. Das weißt du das? Es wird verkauft. Wirklich? Und rate mal, wer es gekauft hat.